Komm schon, Onkel Rudi, wir brauchen dich hier echt dringend. Ich weiß, wir sollen lernen, unseren Kram alleine zu machen, aber wir haben keinen Schimmer, was das Finanzamt von uns will. Doch, eine Umsatzsteuervoranmeldung. Nur wir haben nicht so ganz die Ahnung, was das ist. Darum bitte, Rudi, lass uns an deiner jenseitigen Weisheit teilhaben. Herrje, was der Wisch ist, sagt doch schon der Name. Da liste dir auf, was für Geschäft ihr gemacht habt, damit das Finanzamt weiß, wie viel es noch von euch bekommt. Heißt das, wenn wir so einen Zettel machen, wo drauf steht, diesen Monat haben wir so und so viel eingenommen, reicht es dann? Nein, das braucht lauter Formulare und Bilanzen und so ein Zeug. Keine Ahnung, kenne mich da nicht mit aus. Was? Und wie hast du das denn gemacht? Also zu Lebzeiten? Na, wie wohl. Ich habe mir einen Steuerberater geholt. Ich war Imbissbetreiber und kein Steuerberater? Genau. Dann gibt es also doch etwas, das Rudi nicht konnte. Das heißt, wenn wir diese Sache in den Griff kriegen, dann sind wir weiter als er. Dann haben wir ihn übertroffen. Dann sind die Schüler zum Meister geworden. Und das heißt? Na, wir machen den Finanzkram einfach selbst. Meinst du wirklich, die können uns hier helfen? Ich meine, die wollen das ganze Zeug doch haben. Wenn sie schon alles wüssten, bräuchten die uns doch gar nicht. Die sollen uns die Unterlagen ja auch nicht ausfüllen, sondern nur erklären, wie wir es machen müssen. Ist für die doch keine große Sache. Die haben doch jeden Tag damit zu tun. Genau. Und darüber hinaus sind Beamte ja gewissermaßen Diener des Volkes und darum dazu da, uns zu helfen. Du wirst sehen, das wird ein Klacks. Der Steuerpflichtige hat die Umsatzsteuerzahllast oder die Erstattung selbst zu errechnen, in einer Umsatzsteuervoranmeldung anzugeben, diese beim Finanzamt einzureichen und eine eventuelle Umsatzsteuerzahllast fristgerecht zu entrichten. Aufgrund der selbst zu berechnenden Steuer ist die Umsatzsteuer eine Anmeldesteuer. Damit entspricht sie dem Wesen nach einer Selbstveranlagungssteuer. Die Einreichung der Umsatzsteuervoranmeldung steht einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleich. Sofern die Steueranmeldung zu einer Vergütung oder der Herabsetzung einer bereits zu entrichtenden Steuer führt, steht sie erst Steuerfestsetzung gleich, wenn die zuständige Finanzbehörde zustimmt. Und Sie sind schon ziemlich im Verzug, also beeilen Sie sich besser. Okay, suchen wir uns einen Steuerberater. Aufgrund der selbst zu berechnenden Steuer ist die Umsatzsteuer eine Anmeldesteuer. Damit entspricht sie dem Wesen nach einer Selbstveranlagungssteuer. Die Einreichung der Umsatzsteuervoranmeldung steht einer Steuerfestsetzung unter dem Vorbehalt der Nachprüfung gleich. Sofern die Steueranmeldung zu einer Vergütung oder der Herabsetzung einer bereits zu entrichtenden Steuer führt, steht sie erst Steuerfestsetzung gleich, wenn die zuständige Finanzbehörde zustimmt. Das wäre erstmal die Grundlage. Konnten Sie mir folgen? Also nicht von Anfang an, aber ab, das wäre erstmal die Grundlage. Genau. Davor war es etwas unklar. Dachte ich mir schon. Überhaupt kein Problem. Versuchen wir es doch mal anders. Was soll denn das jetzt? Ich erkläre es euch auf eine Weise, die ihr jungen Leute versteht. Als spannendes Fantasy-Abenteuer. Ich weiß nicht ganz, ob... Psst, ich will das hören. Gut so. Aufgemerkt, wackere Abenteurer. Horcht auf die glorreiche Erzählung meines magischen Buches. Viele Gefahren habt ihr bestanden. Hassan, der mächtige Krieger. Winnie, der gewitzte elfische Barde. Und Isa, die geheimnisvolle Geisterbeschwörerin. Was zum Geier mache ich hier? Ihr habt das Unglaubliche geschafft, den bösen Drachen besiegt und damit seinen Schatz in eure Gewalt gebracht. Das ging ja einfach. Voller Freude stürzt ihr euch auf die Beute, aber als ihr sie berührt, trifft euch ein Fluch. Ihr habt das Gold nicht für euch selbst erbeutet, sondern für die GmbH. Aber wir sind doch die GmbH. Nein, es ist zwar eure GmbH, aber sie ist eine eigene juristische Person. Und ihr gehört alles, was über sie eingenommen wird. Und wie kommen wir jetzt an den Schatz, also an unsere Einnahmen ran? Da müsst ihr entweder einen Gewinnverwendungsbeschluss treffen oder euch von der GmbH anstellen lassen. Von unserer eigenen GmbH? Genau.
Sehr gut. Dann kann ich meinen Freunden sagen, dass ich einfach nur ein Angestellter bin. Das ändert aber nichts daran, dass du trotzdem auch Chef bist. Nur bei Besprechungen. Wie ein Werwolf. Ein Wehrchef sozusagen. Wie auch immer. Dann machen wir das doch einfach. Also, ihr schließt einen Pakt mit dem GmbH-Halbwesen und könnt nun frei über die Schätze verfügen. Doch was ist das? Der Magierkönig Fiscus Santilus schickt seine Schergen und verlangt einen Anteil von der Beute. Wieso das denn? Damit er damit Straßen zu anderen Schlössern und Schatzhöhlen baut und andere Sachen finanziert. Zauberschulen, Zauberkrankenhäuser, die Zaubermüllabfuhr. Und wie viel will er? Das müsst eben ihr ausrechnen. Dazu müsst ihr erst einmal eine Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung erstellen. Wir haben die ganze Arbeit, damit er was von dem abkriegt, was wir eh schon erarbeitet haben? Es wäre alles einfacher, wenn ihr Kleinunternehmer wärt. Ein Trupp von Zwergenkriegern? Nein. Wenn eure Einnahmen im laufenden Kalender ja voraussichtlich nicht über 50.000 Euro liegen werden und im letzten Jahr nicht über 22.000 Euro lagen. Das wird nichts. Der Drachenschatz ist mehr wert. Und der Gewinn des Imbisswagens wohl auch. Will ich zumindest hoffen. Wie erstellt man so eine Bilanz? Vor und nach dem Abenteuer müsst ihr jeweils einen Stichtag benennen und erfassen, wie es da um euer Vermögen steht. Die Differenz daraus ergibt dann euren Gewinn. Dabei unterscheidet man das Anlagevermögen, das länger im Unternehmen bleibt, wie etwa eure Rüstungen und Waffen. Und das Umlaufvermögen. Das sind Sachen, die ihr während des Abenteuers verbraucht, wie etwa Heiltränke, Fackeln oder Monsterfutter, um die Wachen abzulenken. Das alles zusammen sind eure Aktiva. Es gibt auch die Passiva. Das ist das, womit diese Mittel finanziert werden. Also die Beute aus einem früheren Drachenschatz oder etwa die magischen Gegenstände, die euch euer weiser Mentor für die Mission geliehen hat. Also geben wir dem Magierkönig diese Bilanz, der guckt, was er dann haben will und wir kriegen den Rest? Nicht ganz, denn was ihr nicht bedacht habt, König Fiscus Santilus hat zwei Köpfe. Oh. Darum verlangt er eine doppelte Buchführung, das heißt zusätzlich zur Bilanz noch eine Gewinn- und Verlustrechnung. Darin vergleicht ihr keine zwei Stichtage, sondern haltet laufend fest, was ihr in eure Mission so reingesteckt habt und was davon verbraucht wurde. Also auch hier der Aufwand für Ausrüstung und Monsterfutter und was ihr eingenommen habt. So zieht ihr laufend das, was ihr ausgibt, vom Vermögen ab und addiert dazu, was ihr an Erträgen habt. Die zwei Stichtage erfassende Bilanz und die fließend erstellte GUV sollten am Ende das gleiche Ergebnis haben, da sie ja die gleichen Geschäftsvorgänge abbilden. Okay, das klingt machbar. Ihr habt doch hoffentlich erfasst, was wir bisher so ausgegeben und verkauft haben. Was? Nein. Wieso sollten wir? Das hat uns keiner gesagt. Ja, muss ich denn alles sagen? Versteht sich das nicht von selbst? Hast du es denn erfasst? Nein, natürlich nicht. Hat mir ja keiner gesagt. Ach, müssen wir dir denn alles sagen? Versteht sich das nicht von selbst? Stopp, stopp, Zeitschleifenalarm! Nun ja, das Problem lässt sich ja lösen. Indem ihr jeden Winkel der Drachenfestung absucht. Ihr müsst all eure Quittungen finden und die Kontoauszüge, wann immer ihr was eingezahlt habt. Ihr dürft nicht rasten und ruhen und keine Gefahren scheuen, bis ihr die edle Aufgabe erfüllt habt. Wenn ihr dann alles habt, reicht ihr es ein und daraus errechnet sich dann eure Steuerlast. Wir haben alles abgegeben. Sie haben es akzeptiert. Lang lebe der König! Hä? Jedenfalls hattest du recht, Onkel Rudi. Mit einer richtigen Steuerberaterin ging das alles ganz gut. Sag ich doch. Ich will zwar, dass ihr euren Kram allein hinkriegt, aber bei manchen Sachen braucht man einfach Hilfe. Und jetzt, wo wir die haben, kann uns nichts mehr aufhalten. Das Geschäft wird brummen, die Kasse wird klingeln. Da kann Horst bald einpacken. Anscheinend macht er das auch. Was? Nanu, Horst, was machst du denn da? Na, ich schaff meinen Wagen weg. Sieht man doch. Weil du einsiehst, dass wir besser sind? Nee, du Elektrogriller. Weil Semesterferien sind. Da kommt hier kein Schwein mehr vorbei.
Oh. Aber ihr habt ja sicher einen zweiten Standort, wo ihr eure Geschäfte macht, bis die Studenten wiederkommen, was? Ja, natürlich haben wir das. Echt? Nein, natürlich nicht. Oh, das ist, schlecht.